Herzlich willkommen bei selbstklebefolien.com. Heute möchte ich Ihnen unserem neuen Video zeigen, wie man Klebefliesen auf alten, hässlichen oder vielleicht auch schönen Fliesen ganz einfach und schnell im Nassverklebeverfahren auf die Wand bringt. Diese Technik funktioniert mit all unseren Farbfolien, aber auch ganz neu mit Motivfolien. Ich zeige Ihnen heute anhand einer vorkonfektionierten Motivfolie, wie wir dieses Motiv auf diese Fliesen bringen. Dieses Motiv wurde im Digitaldruckverfahren bei uns erstellt und passgenau für die Fliesen inklusive Fuge bereits ausgeschnitten. Wie Sie sehen, die einzelnen Fliesen wurden bei uns schon direkt mit Fugen nach Ihren Angaben so fix und fertig hergestellt. So, als erstes ist natürlich wichtig, dass die zu verklebende Fliese sauber ist. Wie Sie hier sehen, sind noch Kleberückstände von einer vorherigen Fliese stehen geblieben. Diese können Sie ganz einfach mit einem alkoholbasierenden Reiniger, Isopropanol oder unserem milden Klebereste-Entferner entfernen. Denken Sie bitte daran, auch wenn Sie keine Klebereste auf den Fliesen haben, vorher Ihre Fliesen mit einem Haushaltsreiniger zu reinigen, damit alle Schmutzpartikel von den Fliesen entfernt werden. So, als erstes etwas aufräumen und Platz schaffen. Kontrollieren Sie bitte einmal die Oberfläche und dann holen wir uns die erste Fliese. Bei Motivfliesen empfiehlt es sich, dass Sie vorab Ihre Fliesen einmal in der Breite und in der Höhe abzählen, das genaue Maß aufnehmen und auch das ungefähre Maß der Fugen, und das geben Sie dann ganz einfach per E-Mail oder im Shop an unseren Innendienst weiter. So, wir fangen mit der ersten Fliese an. Ein kleines Puzzlespiel. Wie gesagt, das Ganze funktioniert natürlich auch mit allen anderen Fliesen. Nehmen Sie sich eine saure Sprühflasche, am besten mit Nullwasser, das heißt gereinigtem Wasser. 1 ml Applikationstensid, im höchsten Fall 1 ml Spülmittel, reicht hierfür aus, um die Oberflächenspannung des Wassers zu brechen. Zuerst machen Sie bitte die Fliese nass, die Sie bekleben wollen, dann die Rückseite der zu verlegenen Fliese. Legen Sie alles übereinander. Nun können Sie alles schön hin und her schieben. So, passt genau. Jetzt nehmen Sie bitte wieder Ihre Sprühflasche. Sprühen Sie auf die verlegte Fliese und rakeln Sie mit einem Kunststoffrakel die Fliese leicht an. Rakeln Sie das Wasser zwischen Fliese, Kunststofffliese und Keramikfliese heraus. Wenn die Fliese angerakelt ist, rakeln Sie mit etwas erhöhtem Druck das Restwasser zwischen den beiden Fliesen heraus. So, nächste Fliese. So, ich zeige Ihnen das Ganze nochmal aus der Nähe. Als erstes die gereinigte Fliese mit Ihrem Applikationswasser anfeuchten. Die klebende Seite der Fliese ebenfalls nass machen, alles aufeinander legen, bis es deckend ist. So, hervorragend. Noch einmal nass sprühen. Das Wasser zwischen Folie und Keramikfliese herausrakeln und noch einmal fester anrakeln.
letzten beiden Fliesen angelangt. Fliese hoch, alles schön nass machen. Fliese auflegen. Wasser rausrakeln. Und letzte Fliese und dann schauen wir mal, ob wir das richtig gemacht haben. Einsetzen. Jawohl. Und das Motiv erscheint. So. So, fertig verklebt ist unsere Wand. Das, was ich Ihnen hier gezeigt habe, funktioniert mit Motivfliesen, aber auch ganz normal mit unifarbenen Fliesen. Der nächste Schritt nach dem Verkleben ist, dass Sie die Restfeuchtigkeit einmal von der Wand aufnehmen und das Ganze etwas trocknen lassen. Tupfen Sie vorsichtig die Restfeuchtigkeit ab, damit Sie die Fliesen nicht unnötig hin und her schieben. So, jetzt drehen Sie am besten die Heizung einmal richtig auf in Ihrem Badezimmer oder in Ihrer Küche, damit das Ganze gut durchtrocknen kann. Die Restfeuchtigkeit zwischen den beiden Fliesen diffundiert innerhalb, je nach Witterung, 24 Stunden bis 48 Stunden, manchmal auch 3-4 Tage. Deswegen drehen Sie gerne die Heizung auf. Alternativ können Sie durch auch einen handelsüblichen Föhn nehmen und Ihre Fliesen einmal leicht anföhnen und besonders bei hartnäckigen Stellen und Rundungen die Fliese einmal ganz kurz erwärmen. Sollten Sie weitere Fragen zu Motivfliesen haben, zur Verklebung oder auch zu unifarbenen Fliesen, dann können Sie uns gerne jederzeit ansprechen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal bei selbstklebefolien.com.